Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Video und zur Essen auf der Karte. Ja. Unter Griesbach! Unter Griesbach! Mit mir und mit dem Jay Gamer. Moin, meine lieben Freunde! Und mit Fabi. Hallöchen. In der letzten Folge, Leute, habe ich mir noch auf Abschluss den Ladewagen gegönnt. Weil ja kein Platz mehr beim Händler war. Habe ich den nachträglich gekauft. Der fährt da so langsam und geht voll in die Eisen. Ja. Meine Frage, habt ihr jetzt das abgeklärt? Ist das jetzt gut? Ja. Ja. Okay. Dann, Leute, wollte ich euch noch sagen, wir haben jetzt gerade abgeklärt, ich war noch zwischendrin essen bisher, deshalb, ja, muss ich nochmal fragen. Wir haben das so gemacht, dass, Moment, die Zeit auf 5 läuft. Und dass wir am Sommer um 8 Uhr schlafen gehen und am Frühling und so gehen wir immer um 8 Uhr, außer am Winter. Am Winter haben wir mal festgelegt 6 Uhr. Dann war es so rum. Warte, die Horsch Pronto. Ist die Direktzeit? Nee, oder? Pronto doch. Doch, so, müsste. Welche Pronto? Nee. Die 6er Pronto? Die 9er. Oder was? Ja, die 9er ist doch 9 Meter. Ja. Ja, die ist auf jeden Fall direkt saat. So, Leute, ich habe mich kurzum umentschieden. Wir holen mal alles zum Hof. Wir kaufen mal alles und holen alles zum Hof. Weil ich habe mir schon einen Plan geschmiedet, meine lieben Freunde. Und warum mache ich denn das? Warum tue ich denn das? Komm, wir haben ja einen Helfer. Wir nehmen den John Deere und fahren den aufs Feld, dann kann er uns pflügen. Ihr fragt euch gerade alle, warum ich jetzt meine Saal-Kombination verbraucht habe. Wir haben es auch schon ein bisschen getestet, also ist wirklich an der Kreissäge liegt. Und ohne dem Rest macht es irgendwie auch wenig Sinn. Jetzt habe ich jetzt verkauft, Flug gekauft, Saatmaschine gekauft. Opa nicht auch. Glaube ich jetzt ja gerne. Opa! So hier. Er hat gesagt, du kaufst ein Drecksaat. Nee, ist kein Direktzeit. Also, hey. Nee, ist kein Direktzeit, was ich gebraucht habe. Also, hab ich Korb vergessen zu kaufen. Upsi. Oh, Entschuldigung, mein Trecker steht mitten auf der Straße. Ja, keine Angst, CP kommt gleich. Regelt. Keine Angst, der wird mitgenommen. Keine Angst, ich war aber so daher, ja, als der Kopf dann. So, ich hab einen kleinen Flug gefunden. So. Fahr gleich weg, Alter! Maestro! Hier darf ich kurz parken, hat der Nachbar gesagt. Ja, hier darf ich kurz parken. Geht jetzt bestimmt mit in der Einfahrt. Ja. Cool, ich sehe das nicht mal. Ja, wow, Fabi, du hast Ossi und Fabi gemacht. Ja. Mehr nicht. Och Mann, ich mach mir ein eigener, Alter. Was denn? Ach, cool. Nein, ich musste mir auch einen Ordner erstellen. Hat er auch nicht gemacht. Achso, jetzt hab ich gemacht, komm. Ah,
wollte ich doch gar nicht. So. Was haben wir denn da? Was ist denn mit dem Licht da? Haben wir dieses gute Gewicht drauf? Nein, haben wir nicht. War toll. Hä? Außer haben wir 8000 Gewichte drauf, weil. Das war das Wichtigste, ja? Ja, nicht mal das, wo man Beleuchtung hat. Ah, doch, wir haben jetzt mit Beleuchtung, aber das bringt irgendwie nichts, stell ich gerade fest. Ich schau jetzt was hier rein. Aber nicht, dass du auf Mod hast. Ja, so ein Schömergewicht habe ich, wo Licht dran ist, aber das bringt nichts. Trotzdem nur 1,5 Meter voraus. Was bist du denn? Was fährst du denn in meinen Hochwald eigentlich? Weil da meine Felder sind. Was soll denn das? Lul. Weil es hat auch ein Problem, wenn ich mal Maschinen auf der Straße stehen lasse, dem sein Acker ist direkt neben mir. Ah, jetzt ist ausgestiegen. Oh. Keiner das jetzt, mein Feld. Keine Ahnung. Irgendwie tut das Feld nicht in Curseplay schaffen. Keine Ahnung. Man. Egal, Leute. Ah! Außer man fährt gerade schon 1,2 Stunden runter. Ich muss gerade mal alle Maschinen zum Hof gefahren. Außer, Moment. Oh. Nee. Geht es jetzt? Ja! Keine Ahnung. Also Leute, irgendwas ist da verpackt. Warte, ich komme gleich, keine Ahnung. Ja, alles gut, ich bin auf meinem Feld. Deckung. Willst du noch was gespannt sehen? Ja, ich warte hier vorne an der Straße. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, nur da Ruhe. Wir haben alle Zeit, oder Schweizer? nicht unbedingt, nein. Fabi? Ja. Ich geb dir mal kurz Luna. Kannst du mal kurz in meinem John Deere einsteigen? Moment. Warte jetzt erst bis Ossi hier vorbei brettert. Jo! Moin. Wäre dringend. Von Agrodrohnen. Dominator. Geholen. Und John Deere. Jawohl. Hier, jetzt ich kann irgendwie mein Feld nicht mit Curseplay irgendwie es bearbeiten. Ich muss auf die Nummer tippen, das ist dir bewusst. Ja, nein, falsch. Ich kenne mich auch nicht mit Curseplay aus. Bei mir ging's sofort. Ja, speichere mir mal kurz den Kurs. Jetzt mache ich hier Kurse für dich, oder was? Der ist einfach nur zu faul, um die Kurse zu bestellen. Weißt du was, er hat wahrscheinlich direkt am Anfang mit Rundkurs oder nur rauf, runter. Nee, aber, Junge, ich kenne mich aus mit Curseplay. Ich habe nur ein Curseplay-Projekt. Oh, einfach. Also, Winter und so. Welches Feld ist das? Feld 46. Bitte schön. Also, das ist ein bisschen Müll, meine lieben Freunde. Was heißt das? Gottes Familie? Ah, lol. Das ist ein Video. Oh. Was denn? Da stand ein Schneidwerk. So. Also komisch, das kann ich das nicht bearbeiten. Also. Moment. Liegt's am Trigger, Leute? Moment. Dann hätte ich es ja auch nicht gekonnt, du Naseweiß. Oh, ich hab alles gut eingestellt. Oh, muss mal gucken. Ja. So.
Ist egal, er macht's wenigstens, Leute, das ist schon mal gut. Dann ist halt Fabi unser Maskottchen für Felder. Felder, genau. Felder. Ja, nächstes Mal nehme ich 100 Euro pro Kurs. Auf keinen Fall. Ich habe 99, überleg's dir. Billiger. Okay, 50 pro Kurs. Ich 50. So. Ich brauche ein Kubert. Wir brauchen mal. Das Schneedeberg. Genau. Das da bitte. Dann brauchen wir den Nacht. So. Ich würde sagen, das hier fällt mir jetzt viel besser wie die 4 Meter Zahlkombination. Ja. Ich jetzt hier so ein Dreieck drin habe, oh nee. Warum hat man CP-Fahrer eigentlich? Hast du dich verfahren oder was? Junge, wer hat denn den scheiß Gruber hingestellt? Ich nicht. Nehmt die Scheiße weg, sonst transportiert ihr weg. Ganz ruhig hier. Also, ich bin auch schon. Das ist auf dem Weg. Mit einem kleinen Kombinator da. So, jetzt kann ich Go anfahren, oder? Mit dem Schlepper. Ah ja, auf jeden Fall. Warten, was ist jetzt so ein 6 Meter grober, genau. Aber so ein... Ich hab 2 Meter grober. Jo. Köckerling? Ja. Ah, wusste ich. Ah, da kommt jetzt die Klippe aus. Warum leckt das gerade bei mir? Weiß es nicht. Ach, jetzt geht's. So, und... Nee, ich hab gesagt, ich wünsche viel Spaß, der Vater noch vor. Vater! Mann! Fahr! Warum fehlt der Fabi? Schick dir mal kurz ein L. Ah ja! Kannst du beim kleinen 6R einstellen, dass er losfahren soll, CP? Wo ist das auf unser noch nicht? Ne, du hast einen neuen Kurs erstellt. Nein, noch nicht. Händlerhof? Ja. Ja, guck. Hä? Ja, ich hab's ja gesagt vorhin, dass irgendwas nicht stimmt. Hat bei mir einen Wegpunkt. Ja, warte mal. Hör auf. Ich habe halt einen erstellt bekommen. Mein Gott, Alter, ich bin auf allen Höfen drauf. Ich muss jetzt immer durch alle Karren durchtappen, durch zu meinen kommen. Nein, hör doch. Hey, der hat doch über 300 Wegpunkte. Was willst du? Ja, wenn du lädst, und dann gehst du mal auf erstellen. Einstellen. Ja. Irgendwas stimmt nicht, ich sag's ja. Hab's ja noch gesagt. Aber keiner wollte mir glauben. Ja, stimmt. Keine vertrauenswürdige Person. Ja. So. Oh. Ossi? Ja. Ah, der große 6, der schafft das. Ah nee, Schweizer ist grün, ne? Ja. Ja. Ich würde LU wegnehmen, sonst hast du ab und zu mal so braune Stellen in deiner Wiese. Ach Junge, Junge! Also irgendwas ist gerade ganz schön gewaltig verbuggt. Hab ich ja gesagt! Und zwar ich lenke, aber die Räder steht immer geradeaus. Deswegen gibt es sich auch nicht mehr. Hast du mir LU weggenommen? Ja. Super. Deine Wiese ist trotzdem irgendwie braun. Weiß ich nicht. Kann dir nichts für. Bring dich um. Hä, hey, was ist das? Von der Räder stehen gerade, aber ich lenke. Und er lenkt auch. Also bei mir passt alles.
Okay. Weil ich eh dabei so alles verstopft. Es sind nur die ersten, die müssen länger gehen. Das wird die erste Folge sein. Dann kann ich kurz meine Folge angucken und dann muss ich neu joinen mal und muss mal gucken, ob das jetzt weg ist mit dem Scheiß da. Ja, mal schauen. Weil hier, Moment mal kurz. Hi, bist du gerade am Feld? Dann siehst du ein geiles Gespann jetzt, sogar zwei. Oh Gott. Wenn sie Peter vor mal Gas geben würde. Mann. Jetzt sind wir 300 PS und dann fliegt trotzdem keiner mit vorwärts. Rollt schneller rückwärts als vorwärts. Was ist denn? Ah, jetzt wird der Chaos besser. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Oh wow, ich hab vergessen, den Fernseher zu tanken. Ja, du kannst aber, bei mir am Hof ist ja diese Verkaufsstelle, ne? Nein! Nein! Nein. Nein. Nein, nein, hier ist keine Verkaufsstelle. Ne? Da! Gegenüber! Ja, kann sein, was hab ich. Man kann schon die Hände gerade, dass er umkippen will. Das war so lustig. Mann, wo bleibst denn du? Ja, komm, dann hat das gehört. Also, ich hab so circa durchgerechnet, dass wir nicht durchkommen mit dem. Will mir hier eine Quaderballenpresse kaufen? Gekauft. Danke mehr. Ich weiß es nicht, ich stand nur rum und war der VC. Das ist nichts Neues. Aber da kommt irgendwie nichts. Nein, auf dem Weg. Ah, so. Gleich bin ich wieder am anderen Ende vom Feld. Nein, nein. Lauf mal zurück, kannst du halt auch. Wie ist der Rost, Leute? Das schaff ich nicht. Nehme ich mir gleich hier. Bleib hier. Dann haben wir uns gleich und dann brauchen wir nicht mehr. Hallo! Au! Hm? Voll überfahren, der sagt. Da kommt der nächste. Meine Seemaschine steht hier ganz schön gefährlich. Ich mach mal Frontlader auf dem Lloyd, meine lieben Freunde. Ich. Und figurieren. Warum bremst der Boot nach vorne? Das ist keine gute Idee, CP vorzubauen. Naja, ich senke meine Maschine ab und trotzdem bleibt der oben. Ah, das hat alles läuft. Weiter geht's, wir grubbern. Da läuft's. Aha. Da wollen wir nicht. GPS wollen wir auch mal nicht. Hallo, Konsole oder neu? Im Stall. Hallo, haben wir eh, glaube ich, keinen Frontlader davon. Klar. Was haben wir da von Frontlader? Von Alö. Ach, wir haben ja schon. Power. Ich will jetzt nicht darüber sprechen, meine lieben Freunde. Nein, wir sprechen nicht darüber. Nehmen wir gleich hier. Ja, das kann man so lassen, bitte. Das bringt nichts. Oder bringt doch. Dann nehmen wir mal Pika, Leute. Pika reicht mal. Dann sollte das schon mal reichen. Und dann kaufen wir uns noch ein Feld. Damit kann ich ein bisschen auch offscreen weitermachen. Weil wir haben schon mal alles gekauft. Dann werde ich mal gucken, vielleicht offscreen schon mal alles hinbringen. Leute, zum Hof. So. Ein Feld möchte ich jetzt auch noch kaufen. Eins, wo ist schon geflügelt?
Aber verstanden. Ich glaube, da hast du schlechte Karten. Hier, die. Gut, kaufen wir gleich. Ist gleich neben unseren anderen Feldern. Super Sache. Kauf mal die Freunde! Ossi? Ja. Guck mal auf dein Zeitreisen. Ja, alles der Top. Junge, du weißt was, ich will noch ankaufen. Ja, deswegen ja, alles der Top. Nee, nee. Auch alles tipptopp. Einfach. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut schon beim nächsten Mal vorbei. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, schönen Tag noch und ciao. Tschüss.